Hey, ja, ist der Stuppe. Willkommen zurück zu Galleon, zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zum nächsten Abschnitt. Beim letzten Mal haben wir einen Schlüssel an uns genommen und haben damit herausgefunden, erstmal, wo braucht man den Schlüssel überhaupt? Wir haben festgestellt, wir brauchen den in einem Raum, den wir schon erreicht hatten. Dort gab es nämlich noch eine weitere Tür mit einem Schloss. Und da konnten wir entsprechend jetzt diesen Raum betreten, so eine Art Garten, wo es einen Kraut zu finden gab. Und ja, das haben wir jetzt an uns genommen und haben damit einen neuen Logbucheintrag freigeschaltet. Und zwar den Kartenraum finden. Ich habe etwas von dem Kraut gefunden. Damit kann Face die andere Seite des Gebäudes aktivieren. Und ich kann meine Suche dort fortsetzen. So sieht's aus. Und ja, ich würde sagen, wir machen das auch. Wir gehen also zu Face zurück. Wir müssen in die Bibliothek für ein nächstes Schloss. Für den nächsten Schlüssel meine ich. Hier war nichts weiter. Hier aber letztes Mal auch noch geguckt. Hier war nichts. Deswegen können wir hier wohl weiter. Okay. Was machst du denn? So, dann müssen wir ja zurück zur Bibliothek. Aber eh den zweiten Schlüssel brauchen. Der dort ist noch. Der dort noch ist. Okay, das geht nicht. So, jetzt können wir hier nach oben. Das war nicht so gedacht. Egal. Da komme ich hier nicht hoch. Da kommt man auch hoch eigentlich. Ja. Ist ein bisschen kürzer, ha? Ist ein bisschen kürzer das Ganze. Interessant ist ja, dass die Tür aufgeht ohne Schlüssel, ja? Ist ja der Witz. Da. Was macht die denn also wieder? Ach, naja, egal, wir wollen jetzt zu Face. Was machen die da wieder? Keine Ahnung. Okay. Seht, was ich gefunden habe. Das Kraut. Gibt es mehr davon? Wo habt ihr es her? Es wuchs aus einer Baumwurzel. Naja, wuchs. So wie dies vertrocknete alte Blatt aussieht, ist der Baum schon lange tot. Aber es muss noch mehr von diesen Bäumen geben. Und wenn es frisches Kraut gibt, dann ist sicherlich zumindest einer davon erhalten geblieben. Geschafft. Jetzt müssen wir ihn nur noch zum Leben erwecken. Na gut. Ich sehe mir diese Bäume mal an. Ich bin in der Bibliothek, wenn ihr mich braucht. Okay. Was haben wir jetzt hier? Den Kartenraum finden. Face hat das Kraut etwas getan, was sie als Generator bezeichnet. Aber es tut sich immer noch nichts. Vielleicht hat es etwas mit den Schaltern an der Wand zu tun. Okay. Schalter an der Wand. Ach so, hier leuchten die doch. Okay, mal gucken. Mal wahllos hin und her drücken, hä? Wahllos hin und her drücken, genau. Machen wir mal wahllos einfach alles an. Und dann auch. Einfach aus der anderen Seite. Keine Ahnung, was das bringt, weiß ich nicht, aber. Okay. Tut sich nix. Wäre jetzt einfach gewesen, hä? Gut, was machen wir denn jetzt? Was sagt der Hinweis? Vielleicht sollte ich mir die im gegenüberliegenden Raum einmal ansehen. Okay. Dann machen wir das mal. Der ist ja aktiv, das stimmt. Der ist schon mal in Betrieb genommen worden, deswegen kann man da mal gucken. Okay, was sagt denn der gegenüberliegende Raum?
Er sagt Mitte, rechts, rechts, das war so fast richtig. Mitte, rechts, rechts, sagt er. Das ist Tür. Mitte, rechts, rechts, dann war fast richtig. Wir müssen, glaube ich, Mitte, links, rechts oder so. Ah, ist fast richtig. Habe ich den nicht zuerst gemacht? Wer ist nie. Der muss ich ja noch aktivieren, wer weiß. Da. Okay. Da ist doch das genauso wie du auf der anderen Seite, hä? Das ist auch noch nicht die Rätselslösung. Gucken wir nochmal. Zweiten Hinweis gibt es ja auch noch. Möglicherweise sind die zwei Generatorenräume ja spiegelverkehrt. Ob die Hebeleinstellungen eben wohl ebenfalls spiegelverkehrt sind? Ach so. Das heißt, was heißt denn das? Spiegelverkehrt. Spiegelverkehrt heißt ja in dem Fall alles andersrum. Das heißt, die gehen nach links. Das war ja auch so ähnlich wie eben, aber gut. Geht, tut sie auch nichts, ne? Oder muss ich irgendwas aktivieren hier? Nee, ne? Gut, das ist auch falsch. Spiegelverkehrt. Ah, was heißt denn spiegelverkehrt? Ist das jetzt doch hoffentlich richtig rum? Aber vielleicht habe ich gerade irgendwas falsch gemacht. Wer weiß. So, wir haben hier Mitte, rechts, rechts. Das heißt, Mitte, links, links haben wir gemacht. Da hat aber spiegelverkehrt, das muss entsprechend heißen, links, links, Mitte. Ah, das habe ich natürlich nicht bedacht. Das ganze Ding muss ja nochmal gespiegelt werden. Die ganze Formation. Das heißt, links, links, Mitte. Alles klar. Gut. Links, links, Mitte. Heißt, der muss auch nochmal gedreht, auch nochmal dran gedreht werden. So, und der letzte in der Mitte noch. Dann müsste das richtig sein. Ja. Ey, gar nicht so schwer, ne? Na, was denn sonst? Brahma, ich habe herausgefunden, dass diese heiligen Bäume nur einmal blühen und dann absterben. In der Blüte müssen sie mit einer anderen Baumsorte bestäubt werden. Es gibt ein Bild. Es ist dasselbe wie auf dem Baumschiff. Bei den Göttern. Der Baum war ihre Fracht. Sie wollten nirgendwohin, nur heim. Glaubt ihr... nach Epheremy? Doch wenn der letzte heilige Baum bereit zur Bestäubung ist. Wird er bald absterben? Aha! So sieht's aus! Da war die Wahrheit hinter diesen Bäumen. Ja, das heißt hinter dem Kraut. Das Bäume, die können einmal, die blühen nur einmal und dann müssen die mit anderen Sorte bestäubt werden. Dann geht das wieder. Aha. Okay, wir haben das jetzt gelöst. Das heißt, der nächste Eintrag wartet uns, Logbuch, den Kartenraum finden. Ich habe den Generator reaktiviert, aber die Energie ist nur zum Teil wieder da. Es sieht so aus, als müsste ich die durchgebrannte Sicherung auswechseln, wenn ich die große Tür am anderen Ende des Gebäudes aufmachen will. Die andere Hälfte des Gebäudes sollte jedoch inzwischen zugänglich sein. Ja, so sieht's aus. Wir haben also jetzt immerhin ein paar Räume mehr zu der Uhr. Zumindest einen Raum wahrscheinlich mehr, den wir jetzt nun besuchen können. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge hier.
Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.